So, Freunde, wir sind zurück in der geheimnisvollen Höhle und ja, hoppla, jetzt stürze ich hier schon mit meinem Stuhl ab. Jetzt werde ich euch einmal zeigen, was wir hier zu tun haben. Auf dem Boden ist ein großer Kreis markiert mit einem Steinblock in der Mitte. Um den Kreis sind Wörter in den Stein gemeißelt. Genau, die werden wir jetzt brauchen. Wir positionieren das Ganze jetzt hier. Es erinnert mich immer so ein wenig jetzt hier an Zack McKracken, wo wir am Ende die Maschine aufgebaut haben. So ungefähr ist das jetzt hier auch. Nur ein wenig kleiner. Und wir vertreiben damit auch keine Aliens, sondern wir erfahren einen Namen. Das Licht von oben fällt auf den Edelstein und wird in fünf saubere Einzelstrahlen gebrochen. Jeder Strahl beleuchtet einen Buchstaben. Beim Siegel beginnend lauten sie MARIB. Marib. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, was zur Hölle das heißen soll. Genau, und Nico hilft uns wieder. Nico, ich habe sie gesehen. Wen? Die Templer. Ich spionierte ihnen bei einem Treffen in den Katakomben nach. Und du hast Ritter gesehen? Echte Templer? Ich beobachtete eine Gruppe von Typen, die sich als Templer verkleideten. Sie sind hinter so etwas wie dem Schwert von Baphomet her. Der falsche Doktor war da, der Typ, der Marquis getötet hat. Die Schriftrolle ist der Schlüssel, wie wir vermutet haben. Sie führt zum zerbrochenen Schwert, was immer das sein mag. Und welche Rolle hat der Mörder in dieser Geschichte? Er soll sie aufhalten. Diese Neotempler sind Männer und Frauen in einflussreichen Positionen. Siehst du den Zusammenhang? Plantar war einer von denen. Der Mörder tötete ihn wegen der Schriftrolle, damit sie das Schwert nicht finden. Aber jetzt haben wir das Manuskript. Ja. Wie können Sie dann erwarten, das Schwert zu finden? Ich weiß es nicht. Du hast was von einer Linse und einem Typen namens Klausner erzählt, der nach Syrien ging. Offensichtlich haben sie nicht die Bedeutung des Ortes ihres Treffens erkannt. Nachdem sie weg waren, habe ich einen Steinsockel und eine eingemeißelte Inschrift gefunden. Ich legte den Edelstein auf das Dreibein, direkt unter einen Lichtstrahl. Der Edelstein teilte den Lichtstrahl und beleuchtete die Buchstaben MARIB. Marib ist ein Dorf in Syrien. Dann haben die Neotempler einen Vorsprung. Klausner führte mich mit dem Rätsel dahin. Du wirst doch da nicht selber hingehen, oder? Warum nicht? Die Typen sind verrückt und gefährlich. Und dabei fällt mir ein, du solltest den Edelstein hier lassen. Okay, was ist mit dem Dreibein? Ich schicke es an André zurück, ohne Absender. Genau, also machen wir uns auf den Weg nach Syrien. Meinst du, ich sollte nach Marib gehen? Es ist ein weiter Weg nach Syrien, George. Danke für deine Hilfe, Nico. Ja, Frauen können doch schon eiskalt sein. So, jetzt gehen wir wieder nach links und dann via Airport Internationale nach Marib. Und ich glaube, dann darf ich auch wieder die CD wechseln. Airport. Hallo, Airport. So, ganz da unten am Arsch der Welt sozusagen. Ja, genau. Bis gleich. Ja, ohne lange Umschweife sind wir in Marib angekommen. Hier haben wir jetzt eine Menge Leute, mit denen wir wieder alle sprechen müssen. Ja, es tut mir leid, aber es geht nicht anders. Hey da, junger Mann. Speak you the English? Speak you the Anglaise? Jermaine. Parlez-vous anglais? Ja, sie und wirklich, oui. Und eher besser als sie, wie sich's anhört. Ich bin Neo. Willkommen in meinem Reich ausgesuchter Qualitätsprodukte. Sagt dir das Wort Templer etwas? Templer, Templer, Templer. Warum? Ja, natürlich. Also doch. Ja, eine tolle Romanserie von Leslie Chadwick. Mit dem spitzbübischen Mr. Simon Templer in der Hauptrolle. Großartig. Du warst eine wirkliche Hilfe, Neo. Sonst noch was? Die Fernsehsendung Simon Templar in der Hauptrolle Roger Moore mit der fragenden Augenbraue. Und vorneweg ein Kerl mit Heiligenschein. Alles, was dir zu Templar einfällt, ist Roger Moore? Ich habe es eigentlich nur wegen dem Kerl mit dem Heiligenschein angeschaut. Bei dem waren die Animationen besser.
Dann gehe ich recht in der Annahme, dass das Wort Templer dir nicht viel sagt. Nun, es gab da noch den Ritterorden, der 1312 von der Inquisition ausradiert wurde. So viel ich weiß. Die meine ich. Was weißt du noch darüber? Wie viel Information passt Ihrer Meinung nach auf eine Trivial Pursuit-Karte? Eine was? Aus der Mittelalter-Edition. Wir hatten sie vor ein paar Jahren mal am Stand. Fragen Sie mich doch mal, was ein Kanoniker ist. Los, das weiß ich alles. Vergiss es. Okay, vergiss für einige Minuten die Templer. Was weißt du über Ritter? Etwa die Kreuzritter? Sie kamen in einer wahnsinnigen und sinnlosen Mission in den Osten. Sie opferten Tausende von Menschenleben, einschließlich ihrer eigenen, für ihren Hochmut. Wie jemand daran was Romantisches finden kann, das verstehe ich nicht. Das ist also der Marktstand. Oh, ja, Sir. Obwohl der Ausdruck Stand ihm nicht gerecht wird. Dem Großartigsten in dieser geschäftigen Metropole. Das hier ist eine geschäftige Metropole? Nun, nicht per se eigentlich, nein. Du sprichst unsere Sprache sehr gut. Danke, Sir. Ich habe es von Kassetten abgehört, die mein Onkel gehandelt hat. Oh, ein Sprachkurs. Nein, Sir. Chiefs and Wooster. Gassie Finknattel und Agatha Watto. Was kosten die Bücher auf diesem Regal? Haben Sie syrische Pfund? Ich habe, glaube ich, ein paar irische Pfund. Dann sind sie für Sie zu teuer, Sir. Na, okay. Wiedersehen. Bis dann, Neo. Und schaut sie, Sir. Hier oben, diese Statue, die wird nachher noch wichtig sein. Ich habe weder das Geld noch den Wunsch, etwas von dem Müll zu kaufen. Okay. Reden wir hier mal mit Dwayne. Hallo. Ich habe mich gefragt, ob Sie mir helfen könnten. Ich habe ein wenig vorgegriffen. Dadurch, dass ich die anderen Teile schon kenne. Klar, Junge. Für einen amerikanischen Mitbürger habe ich immer Zeit. Mein Name ist Henderson. Dwayne Henderson. Freut mich, Sie kennenzulernen, Mr. Henderson. Teufel, Junge, ich bin nicht im Büro. Nenn mich Dwayne. Okay, okay, Dwayne. Ich heiße George Stobbart. So viel wieder zum Quatschen. Haben Sie mit Neo gesprochen? Neo? Er ist der Junge an dem Plunderstand, stimmt's? Ja, wir haben ihn getroffen. Er ist ein kluger Junge. Spricht 4 Sprachen und war nicht einen Tag in der Schule. Er könnte es weit bringen. Allerdings hat er versucht, uns so einen Plunder anzudrehen. Sie werden hier nichts Wichtiges finden. Ich weiß das. Und Sie wissen das. Aber versuchen Sie mal, das Pearl zu erklären. Sie glaubt, in diesen öden Ständen wären echte Antiquitäten versteckt. Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich eine sonderbare Frage stelle? Okay, aber vielleicht antworte ich darauf nicht. Wissen Sie etwas über die Templer? Die Tempelritter? Ja. Nö, überhaupt nichts. Hey, Sie wussten, dass es ein Ritterorden war. Was ich weiß und was ich sage, sind 2 verschiedene Dinge, Junge. Ich habe mich nicht so lange in diesem Geschäft halten können, ohne das zu wissen. In diesem Geschäft? Klar, dem Geschäft mit Glückwunschkarten. Oh, bitte. Oh wei, das ist alles so nutzlos irgendwie. Ich habe das mittelalterliche Bildnis einer Frau gesehen. Königstum oder Adel, irgend so etwas. Sie schaute in einen Spiegel. Aber das Abbild stellte einen Mann mit 3 Gesichtern dar. Was halten Sie davon? Ich glaube, Sie brauchen eine Therapie. Ich auch. Sagt Ihnen dieses Bild eines Ritters, der eine Kristallkugel hält, irgendetwas? Teufel, nein. Was will ein Ritter mit einem Stück Glas? Ich weiß nicht, das ist das Problem. Stimmt etwas nicht, Junge? Es ist keine Kristallkugel. Jetzt wird mir alles klar. Was die Verschwörer als Verlust beklagt hatten, die seltsame Schlussfolgerung im Manuskript. Es ist eine Linse. Glauben Sie, Bullen haben hier einen besonderen Stellenwert? Außergewöhnliche Frage, George. Nein, das glaube ich nicht. Gut. Sie sind weit weg von zu Hause, Dwayne. Könnte dasselbe von Ihnen sagen, George. Ich bin nur auf Urlaub, das ist alles. Ohne Fotoapparat? Etwas nachlässig, von so weit her zu kommen. Und keine Bilder zu machen. Was dagegen, wenn ich ein Foto von Ihnen mache, George? Was? Wozu? Ja. Oh, Sie hätten mich warnen können. Es macht Ihnen doch nichts aus, oder, George? Doch. Die Leute zu Hause werden sich sehr dafür interessieren.
Wo ist Ihre Frau, Dwayne? Pearl! Oh, sie ist hier irgendwo auf der Suche nach Schnäppchen. Wovon lebt Pearl? Oh, ich leite eine Firma für Glückwunschkarten. Und Pearl schreibt dafür die Gedichte. Sie sollten sie bitten, einige zu rezitieren. Nein, besser nicht. Okay, bis bald, Dwayne. Worauf Sie sich verlassen können, George. Genau, ihr könnt euch auch darauf verlassen, dass wir uns im nächsten Teil wiedersehen, denn wir sind jetzt gleich bei den 11 Minuten angelangt. Freut euch, wie es weitergeht. Bis dahin, NRW über 18. Adieu.